Der HSV hat Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt mit sofortiger Wirkung freigestellt. Doch wie kam das eigentlich dazu? Die Initiative ging von HSV-Präsident Bernd Hoffmann aus. Zuvor ließ er sich einstimmig als neuen Aufsichtsratschef wählen. Und im Anschluss nahm er dann den Schritt vor, Heribert Bruchhagen zu beurlauben. Hoffmann durfte wiederum als Aufsichtsratschef nur diesen Schritt vollziehen. Der neue Interimsvorstandschef Frank Wettstein übernahm dann wiederum den Schritt, Jens Todt zu beurlauben. Wettstein wiederum ist auch ein interner Kritiker von Todt und Bruchhagen gewesen. Er sprach sich zuvor auch schon intern dafür aus, dass man mit diesen beiden nicht in die Zukunft gehen möchte. Dieser Schritt insgesamt ist längst überfällig. Beide Funktionäre sind sicherlich nicht hauptverantwortlich für die sportliche Krise, aber sie tragen die Verantwortung für den im Sommer nach Gisdols Wünschen zusammengestellten Kader. Um mal ein Beispiel zu nennen, Michael Gregoritsch wurde nach Augsburg abgegeben, dafür, dass man dann André Hahn für eine ähnliche Ablösesumme verpflichten konnte. Das Ergebnis ist bekannt. Während Hahn in Hamburg immer noch auf den Durchbruch wartet, schießt Gregoritsch Turmtor in Augsburg, ist mittlerweile bereits bei 9 Saisontoren angekommen und hat damit halb so viele Treffer erzielt wie die gesamte Mannschaft des HSV. Außerdem war es ein Trugschuss zu glauben, dass der Kader, der in der vergangenen Rückrunde die Rettung geschafft hat, die Qualität für eine Bundesligamannschaft mitbringt. Der HSV hat in der vergangenen Rückrunde viele Spiele auch nur durch Glück gewonnen. Doch dieses Glück scheint nun verbraucht zu sein. Vermeintliche Leistungsträger können außerdem nicht ihre Form abrufen. Siehe Bobby Wood, der es zuletzt nicht einmal in den Kader gegen Mainz 05 geschafft hat. Nun muss sich der HSV also neu aufstellen für ja, das kaum noch vermeidbare Szenario zweite Liga. Zuletzt sollten Todt und Bruchhagen die Planung für die zweite Liga vorantreiben. Ausgerechnet die beiden, die hier im Sommer sowieso keine Zukunft mehr haben. Das war ein offenes Geheimnis. Doch damit ist jetzt Schluss. 18 Tage nach der Wahl von Bernd Hoffmann hat er seine Ankündigung bei der Wahl, nämlich personelle Änderungen durchzuführen, umgesetzt und dafür gesorgt, dass Todt und Bruchhagen jetzt beurlaubt wurden. Die entscheidende Frage ist jetzt aber natürlich, wer kümmert sich um die Transferfragen? Wer kümmert sich um die Abgänge? Wer kümmert sich um die Zugänge? Nach unseren Informationen bekommt der Kaderplaner Johannes Spors mehr Entscheidungsgewalt. Ihm zur Seite steht der erfahrene Nachwuchschef Bernhard Peters. Aber auch Bernd Hoffmann darf und will in seiner Funktion als Aufsichtsratschef Einfluss auf die Kaderplanung nehmen. Die Suche nach einem Nachfolger für Bruchhagen und Todt gestaltet sich wiederum etwas schwieriger. Hoffmann kündigte heute an, dass er keine Eile sehe in dieser Entscheidung. Er will die Fehler in der Vergangenheit nicht wiederholen und will sich vor allem Zeit lassen und eine überlegte Entscheidung treffen. Klar ist lediglich, dass Hoffmann die Version eines Sportvorstands hier favorisiert. Jens Todt war zuletzt nur Sportchef. Jetzt soll ein starker Sportvorstand kommen. Die zuletzt gehandelten Horst Held, aktuell in Hannover tätig, oder auch der momentan arbeitslose Jörg Schmadtke sind hier in Hamburg kein Thema nach unseren Informationen. Gehandelt wird auch Leverkusens Manager Jonas Bold. Allerdings darf man es doch eher in Frage stellen, dass Bold von einem Champions-League-Anwärter in die zweite Liga wechseln wird. So oder so, es ist klar, dieser personelle Neustart ist auch eine Chance für den HSV. Nur durch eine neue sportliche Führung kann eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden und die wiederum ist wichtig für den direkten Wiederaufstieg in der kommenden Saison. Dann wiederum dürfen sich aber die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.